Jetzt hat man uns zwei Funktionen serviert, eine Funktion f und g. Beide Funktionen beinhalten in ihrem Term einen Parameter a, der hier und hier vorkommt. Und ja, was bewirkt eigentlich so ein Parameter in einer Funktion? Also die Funktionsvariable x, die ist wie in jeder Funktion natürlich vorhanden. Und dazu kommt aber jetzt eben noch dieser Parameter a. Naja, es ist so, jeder Wert von a gibt dieser Funktion und ihrem Graphen ein anderes Gesicht, könnte man sagen. Je nachdem, was man für a einsetzt, entsteht eventuell eine Funktion, die steigt oder deren Graph steigt, oder eine Funktion mit fallenden Graphen. Wir sollen jetzt genau die a-Werte ermitteln im Fall der Funktion f, bei der sich ein fallender Graph ergibt. Und wir sollen das Intervall dann für a größtmöglich angeben. Ja, wie geht man vor? Zunächst mal sollte man sich natürlich Klarheit verschaffen, um was für eine Funktion handelt es sich überhaupt von ihrer Struktur her. Ist es eine lineare Funktion? Ist es eine Exponentialfunktion? Ist es eine quadratische? Wenn man sich das ansieht, dann stellt man fest, ein Faktor wird mit x multipliziert und davon wird dann noch eine Konstante abgezogen. Das ist natürlich eine lineare Funktion. Mx plus t und die Steigung m wird also in dem Fall durch a plus 1 gegeben. Ja, und damit können wir zu f Folgendes sagen. Wann fällt eine Gerade, wenn ihre Steigung negativ ist? Das muss man natürlich wissen. Und das heißt, m kleiner 0, in diesem Fall a plus 1, muss kleiner als 0 sein. Ja, und das bedeutet für a kleiner als minus 1. Also für alle a-Werte kleiner als minus 1 ergibt sich hier eine fallende Gerade. Damit ist f abgehakt und wir kommen zur Funktion g. Schauen wir uns zunächst mal wieder an, was für eine Struktur erkennen wir. Es ist natürlich eine Exponentialfunktion zu erkennen am x im Exponenten. Was vielleicht etwas hinderlich ist, das ist dieses Minus davor, dieses Minuszeichen. Aber wir haben ja Techniken, dieses Minuszeichen wegzukriegen. Davor vielleicht noch eine Bemerkung zum a-Wert. Also eine Einschränkung können wir natürlich schon mal machen. Es ist immer so, bei jeder Exponentialfunktion wird vorausgesetzt, dass die Basis positiv ist. Also das wird hier stillschweigend vorausgesetzt. Ich schreibe es deutlich, der Deutlichkeit halber nochmal dazu. Wir können schon davon ausgehen, dass a größer als 0 ist. Aber das bedeutet natürlich noch nicht, dass wir für jeden positiven a-Wert auch eine wachsende Exponentialfunktion bekommen, sondern das wird nur für ein Teilintervall so sein. Und das sollen wir jetzt ermitteln. Ja, wie kriegen wir das Minuszeichen aus dem Exponenten raus? Ihr wisst, was man machen muss, die Basis einfach stürzen. Das kennt ihr von den Potenzgesetzen. Ich kann also hier einfach schreiben 1 durch a. Also ich habe die Basis gestürzt, aus a wird 1 durch a, dann kann ich aber statt minus x x schreiben. So, und in dieser Form können wir jetzt also uns weiter überlegen zur Funktion g. Was wissen wir über Exponentialfunktionen? Wann steigt deren Graph, wenn die Basis größer als 1 ist? Ganz genau. Die Basis ist jetzt 1 durch a. Also 1 durch a größer als 1. Was heißt das für a? Ich multipliziere mit a und dann steht hier 1 größer als
A, Moment mal, was macht der gute Mann hier? Der multipliziert mit einer Variablen, der weiß doch gar nicht, welches Vorzeichen sie hat und eventuell dreht sich doch dann das Ungleichheitszeichen um. Da war doch was. Warum müssen wir uns solche Gedanken nicht machen? Weil wir ja hier schon festgelegt haben oder weil vorausgesetzt war, dass a positiv ist. Aber nur deshalb. Nur deshalb können wir hier so ohne weiteres mit a multiplizieren und müssen keine Fallunterscheidung machen hinsichtlich a positiv, a negativ, die sonst schon notwendig wäre. Also bei Ungleichungen immer aufpassen, das Ungleichheitszeichen kann sich umdrehen, wenn man mit negativen Zahlen, oder es dreht sich sicher um, wenn man mit negativen Zahlen multipliziert oder durch negative Zahlen dividiert. Hier keine Debatte. Wir haben es mit einem positiven a zu tun und wir haben die Antwort. A muss also kleiner als 1 sein und weil es ja auch größer als 0 sein muss, haben wir also das Intervall von 0 bis 1, die Grenzen jeweils ausgeschlossen. Also die Antwort wäre jetzt, das heißt, a ist im Intervall zwischen 0 und 1. Für diese Werte ergibt sich also eine Exponentialfunktion mit steigendem Graph wie verlangt.